Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Teiertal TV. Im Jänner haben wir die Alpakas am Sonnseitenhof in Abschlag bei Bad Großbertholz besucht. Weiters waren wir auch bei der Grabung in Sand in der Nähe von Raps an der Teier und haben uns angesehen, wie diese frühmittelalterliche Siedlung einmal ausgesehen haben konnte. Wie immer wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. Der Sonnseitenhof in Abschlag bei Bad Großbertholz ist die Heimat der Alpakas im Waldviertel. Im Jahr 2013 kamen die ersten drei Tiere auf den Hof und mittlerweile ist der Hof ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Von diesen drei Tieren sind es jetzt momentan 40 Tiere, wo wir dazu gekauft haben, irgendwann trächtige Stuten gekauft haben, dann ist so der erste Nachwuchs gewesen, dann haben wir irgendwann einmal einen Hengst gekauft und es waren dann mehrere Stuten schon da und seit zwei Jahren haben wir eigentlich komplett aus eigener Zucht das vor und haben voriges Jahr zum Beispiel 8 junge Alpaka-Fohlen oder Karias, wie man sagt, gehabt, heuer 7. Die Tiere sind einfach so faszinierend, weil sie durch den ersten Anblick mit diesen großen Kulleraugen, die sie haben, irgendwie, du wirst irgendwie streichelweich, ja? Du wirst komplett, du wirst irgendwie total aufgelöst und du kannst ja nicht genug sehen für die Tiere. Und Alpakas sind ja nur dazu sehr, sehr gute Begleiter mit sehr gutem Sozialverhalten und das ist das, was uns Menschen auch gut tut. Und die waren draußen, die sind oberflächlich wirklich jetzt nass, man sieht es. Aber nachdem die Wolle so fein ist, perlt das Wasser, sage ich, die Größe. Bis zur Haut werden die gar nicht nass. Und die haben jetzt natürlich gefressen, jetzt liegen sie da, sind Wiederkäuer und dann jetzt gerade halt nur mal verdauen. Aber diese Haltung, wie wir es da in Europa haben, dass sie genug Auslauf haben, dass wir auf die Tiergesundheit schauen, was mit der Vitamine- und Mineralhaushalt ist, kann man 25 bis 30 Jahre rechnen. In freier Wildbahn, wo sie das oft nicht haben, sind es 8 bis 10 Jahre. Und es ist so, weil sie so kuschelig ausschauen, das muss ich auch dazu sagen, sind sie keine Kuscheltiere, weil auch wo sie mich gut kennen, sobald ich hingreife, ja, geht er sofort weg. So richtig streicheln lassen sie Alpakas nicht, oder? Nein, das werden sie nie werden. Wie schaut das mit Nachwuchs aus? Also wenn du eine Stute hast, wie viele kleine Alpakas kann ich im Jahr gerecht? Eins? Oder? Eins, immer okay, nur eins. Immer eins pro Jahr. Genau, die Tragezeit ist fast ein Jahr lang, 330 bis 360 Tage. Da gibt es auch so eine Besonderheit, die Alpakas kriegen das Junge immer nur bei Schönwetter und am Tag. Es ist super interessant. Absolut geschickt. Ab der Frühweg bis um die Mittagszeit. Ja? Und immer nur, wenn das Wetter schön ist, weil die Alpakastute das Junge nicht trocken schlägt, wie das eine Kuh oder ein Pferd macht, sondern die Sonne und der Wind muss das Junge trocknen. Ein besonderes Angebot des Hofs ist eine Alpaka-Wanderung, wo man die Tiere näher kennenlernen und den eigenen Stress vergessen kann. Den Firenze zum Häuftern, das geht schon relativ leicht, nur mit normalem Vorführeffekt. Man sollte immer schauen, dass sie keinen Stress haben beim Häuftern. Ja, dann sind sie relativ ruhige Tiere. Aber wenn ich den jetzt nehme, schau. Ich tue ihm die ganz leicht um den Kopf um. Und jetzt weiß er ganz genau, so, jetzt muss ich was arbeiten. Ja, und wenn ich Alpaka führe, dann habe ich den immer schön seitlich, ich zupfe ihn ein bisschen an und der geht schon neben mir mit. Also muss ich ein Jahr lang schon trainieren und im Laufe der Zeit und je öfter die das machen, umso ruhiger werden sie und wissen einfach genau, da passiert mir nichts. Das Alpaka geht immer schön seitlich von uns und ich zupfe ihn ein bisschen an und er geht eigentlich schon los mit mir. Er weiß jetzt nicht, warum ich allein ist, weil normalerweise gehen sie immer mehrere Tiere. Ja, das irritiert ihn vielleicht ein bisschen, aber er ist toll. Sehr brav. Okay. Schau, da sind die anderen. Da sind alle anderen. Weil sie das einfach auch wissen. Wenn der eine da heraus ist, die wollen ja immer mitgehen, sie wollen immer beieinander sein in der Herde. Und wenn man nicht mit alle weggehen soll, weil es irgendwie möglich ist, gehen sie mit und dann ist es halt einfach aus. Und der Arian ist so der Liebling, der hat sich so zum Liebling entwickelt, durch diese weiße Nasen, so ein bisschen eine Stupsnase, eine kurze, so extreme Bewollung am Kopf und die weißen Stiefel, der ist so
so sieh es einfach. Der Sonnseitenhof bietet neben den Wanderungen auch Führungen für Schulklassen an. Und die Alpakas werden auch für Lebens- und Sozialberatungen eingesetzt. Die Palette der Möglichkeiten ist einfach riesig. Es gibt vom Alpaka Führerschein zum Machen, über eigene Trainings und so weiter. Es gibt wirklich mittlerweile alles. Ich muss aber dazu sagen, man sollte trotzdem immer irgendwie im Auge behalten, das Tierwohl und dass das nicht verloren geht, sondern dass die Tiere schon immer betrachtet werden und nicht irgendwie ein Gebrauchsgegenstand werden. Also das hat schon Priorität. Unweit von Raps bei einer Teierschlinge wurde bei Grabungen eine frühmittelalterliche Befestigungsanlage aus dem 10. Jahrhundert entdeckt, die nach der dortigen Ortsbezeichnung Sand benannt wurde. Die Burg Sand ist eine Siedlung, die die Geschichte von unserer Gegend und rund um Rapster um mindestens 150 Jahre zurückschreibt. Also in eine Zeit hinein, im 10. Jahrhundert, erste Hälfte 10. Jahrhundert, wo überhaupt keinerlei schriftliche Urkunden existieren, wo man eigentlich nur aus den archäologischen Funden was beurteilen kann. Und da ist eine Siedlung gefunden worden, eine große befestigte Wehrsiedlung. Wir stehen da direkt auf der Trasse, wo früher der Zugang zu dieser Befestigung erfolgt ist. Und das ist die schmalste Stelle. Da ist links und rechts ist ein sehr steiler Abbruch zur Deier hinunter. Und an dieser schmalsten Stelle haben sie da quer drüber einen großen Wall gezogen, den man dort noch sieht. Und dieser Wall, das ist so ein Erdwall mit Holzversteifungen drinnen, Aussteifungen, damit es stabiler wird. Und auch mit Steinen, die aber ohne Mörtel, also das ist eine reine Steinlage gewesen. Und da ist dann ein Torbereich gewesen, wo sie dann in diese Burg hineingekommen sind. Das ist der höchste Punkt überhaupt von der Burg. Und auf dem am höchsten Punkt ist ein Gebäude gestanden, aber wahrscheinlich war das auch ein Holzgebäude, das nur auf Steinen aufgebaut wurde. Und vom Burgherrn wissen wir leider weder einen Namen noch sonst Informationen. Was man da schon deutlich kennt, dass auf der südlichen Seite von diesem Burgareal sind zwei Siedlungsterrassen gewesen. Und das ist eine, die obere Wallbefestigung, und dort unten sieht man die zweite. Und immer an den Innenseiten von diesen Mauern da waren die Häuser angebaut. Das heißt, dort haben die Leute gewohnt, innerhalb dieser Burgbefestigung. Also das war nicht so eine Adelsburg, wie man später gehabt hat, wo nur eine einzige Familie hoch oben über dem gewöhnlichen Volk gewohnt hat, sondern da hat das, die Leute haben in der Siedlung, innerhalb dieser umwallten Burg gelebt. Laut Holzdatierungen wurde die Burganlage zwischen 926 und 930 erbaut und wurde bereits einige Jahrzehnte später durch einen Überraschungsangriff zerstört. Das Ende selbst kann man eigentlich nur abschätzen, man weiß aber eines sicher, dass der Überfall von den Ungarn von dieser Seite gekommen ist, weil auf diesen Terrassen, da waren die ganzen Pfeilspitzen zu finden, die sie reingeschossen haben, und man weiß auch die Jahreszeit, wann das war, das muss irgendwann im Spätsommer gewesen sein, weil es waren Brombeeren in den Fundstücken. Einen Teil der ausgegrabenen Objekte kann man im Grenzlandmuseum in Raps besichtigen. Nach der Keramik vermutet man, dass es slawische Siedler waren. Es könnte aber die Oberschicht ohne weiteres auch aus dem ehemalig bayerisch-fränkischen Bereich gekommen sein. Also es ist so in einer Mischzone drinnen. Sie haben auch Fundstücke gefunden, zum Beispiel aus Messing, also Gegenstände, die zum Beispiel aus ungarischer Produktion stammen. Sie haben auch selbst produziert, da in dieser Vitrine sieht man einen Fehlbrand, das heißt, sie haben selbst Keramik dort nicht nur verwendet, sondern auch selbst gebrannt. Es sind auch jede Menge Unterlagen gefunden worden, die auf Textilverarbeitung hinweisen. Es sind in der Ernährung dieser Leute, die da draußen gewohnt haben, sind sehr viele Wildtiere noch dabei, unter anderem auch das Wiesent oder das Ur, also der Auerochs, der dann eigentlich überall schon ausgestorben war, aber da ist er noch vorgekommen in den Wäldern, und die haben die Jagd dort sehr betrieben. Nur einige Jahrzehnte nach der Zerstörung von Sand wurde um die Jahrtausendwende die Burg Raps gegründet, von der in den folgenden Jahrhunderten die Besiedelung des Nordwaldes erfolgte.